Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Relaxen bei komplexen Projekten, Projekte professionell strukturieren. Was haben wir für Sie heute auf dem Programm? Wie man mit Technologie helfen kann, Kosten, Zeit und Geld zu sparen. Zudem werden wir Ihnen heute zeigen, wie Sie eine gemeinsame Datenbasis für Ihre Projekte schaffen können, also wie Sie die Produktivität erhöhen. Und last but not least, wie eine abteilungsübergreifende Synchronisation aussehen kann, wie eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit aussehen kann und wie man diese optimieren kann. Mit dabei ist heute, wie beim letzten Mal auch schon, unser Industriemanager der Projektfertigung, Alex Lang. Hallo Alex. Hallo Mick, guten Morgen in die Runde. Ja, alles klar. Da bin ich mal gespannt. Genau, wir schauen uns an, welche Planungswerkzeuge wir nutzen können in der projektorientierten Fertigung, im Umfeld der projektorientierten Industrien. Letzten Endes muss man da vielleicht nochmal bei der Basis anfangen, ja, dem Projektmanagement. Letzten Endes, das Tool, das wir hier nutzen, sind Projektmanagement-Möglichkeiten, Projektmanagement-Funktionalitäten, Projektmanagement-Regeln. Ein Projekt an sich ist ja schon so definiert, dass es etwas Komplexes ist. Ansonsten bräuchten wir natürlich kein Projekt anlegen, dann wäre es ein ganz normaler Auftrag, den ich mit einfachen Prozessen, mit einfachen Mitteln bearbeiten könnte. Und was macht ein Projekt komplex? Ja klar, es sind die unterschiedlichen Bestandteile eines Projekts. Ja, wir haben zum einen die Kosten, die wir irgendwo planen und überwachen müssen. Wir haben viele Ressourcen, die wir irgendwo einplanen müssen. Wir haben die Termine, die wir planen müssen. Bei komplexen Projekten haben wir ganz, ganz viele Vorgänge, weil natürlich auch der Umfang dieses Projekts entsprechend groß ist. Und das Ziel ist ja, das Projekt erfolgreich abzuschließen, das Projektziel zu erreichen mit einer bestimmten Qualität. Um das Ganze jetzt zu erreichen, oder was ist die Basis für ein gutes Projekt, für eine gute Grundlage für ein Projekt? Ja, das ist der Projektstrukturplan. Bildet die Basis und spielt bei uns in der Lösung auch eine ganz große Rolle, weil der natürlich das zentrale Element ist, das sich durch die einzelnen Prozesse durchzieht und auch abteilungsübergreifend letzten Endes genutzt wird und eine wichtige Rolle spielt. Und wie baut sich dieser Projektstrukturplan beispielsweise in der Projektfertigung auf? Ja, es kann natürlich ganz individuell sein. Letzten Endes können wir Elemente nutzen wie Projektphasen, um das Projekt in Phasen irgendwo zu gliedern, den Projektstrukturplan aufzubauen. Es sind natürlich Baugruppen, die eine wichtige Rolle spielen. Ja, komplexe Anlagen, Bauteile, Baugruppen, die wir da erarbeiten, planen und später fertigen. Genauso wie die Projektstücklisten, projektindividuelle Stücklisten, die wir während des Projekts erzeugen, aufbauen, sei es jetzt, ob sie über CAD-Systeme dann auch kommen oder eben direkt im ERP-System generiert werden. Und ganz wichtig sind dann natürlich auch die Meilensteine, die wir nutzen sollten in einem Projektstrukturplan in Kombination mit den verschiedenen Vorgängen aus den verschiedenen Abteilungen, Bereichen, Komponenten, die wir letzten Endes nutzen. Und um nochmal darauf einzugehen, wie man das Projekt oder den Projektstrukturplan in Projektphasen aufbauen könnte, habe ich hier mal ein ganz einfaches Beispiel gewählt. Das kann natürlich je nach Unternehmen, je nach Branchenklassifizierung auch anders aussehen. In diesem konkreten Beispiel habe ich jetzt einfach mal Projektphasen 1 bis 4, Definition, Planungsphase, Durchführungsphase und Abschlussphase gewählt. In der Definitionsphase, ja, da legen wir den Grundstein des Projekts, da startet dann das Projekt und in der Regel haben wir das irgendwo verknüpft mit einer Verkaufschance. Ja, das heißt, wir hatten eine Anfrage erhalten, bezogen auf irgendein Unikat, das wir anbieten sollen. Dann in der Planungsphase geht es dann tatsächlich darum, ja, wie kalkulieren wir jetzt das Angebot? Wie kalkulieren wir das Projekt? Welche Termine müssen wir planen? Welche Termine sind vielleicht vorgegeben oder wie erreichen wir den gewünschten Liefertermin, den der Kunde sich vorstellt? In der Durchführungsphase dann, klar, wollen wir ein Stück weit unseren Plan überwachen und entsprechend steuern, damit wir auch im Plan bleiben. Und in der Abschlussphase geht es dann darum, Schlussrechnung zu stellen, eine Nachkalkulation vorzunehmen, auch nochmal zurückzublicken
Lessons learned, ja, was haben wir aus dem Projekt gelernt, was können wir beim nächsten Projekt besser machen. Wie gesagt, einfache Projektphasen, das kann auch ganz anders aussehen mit grob Planung, Feinplanungsphasen in der Baubranche. Natürlich haben wir ganz andere Phasen, Leistungsphasen orientiert. Also das, wie gesagt, ist nur ein Beispiel, wie es aussehen könnte. Letzten Endes können Sie die Projektphasen natürlich auch selber Ihrem Anspruch, Ihren Anforderungen entsprechend erstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, wollen wir jetzt einmal ins System eintauchen und anschauen, wie man einen Projektstrukturplan aufbauen kann. Ja, welche Elemente wir da nutzen können. Wir wollen natürlich Projektphasen, Baugruppen, Meilensteine auf jeden Fall verwenden. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Dazu springe ich einmal in die Applikation, in die Cloud-Applikation von Business Central. Da habe ich meine Projekte, die ich hier aufrufen kann. Da gibt es unterschiedliche Projekttypen letzten Endes. Und Ziel sollte ja immer sein, dass wir das Projekt nicht auf der grünen Wiese beginnen, sondern uns schon vorher überlegt haben, wie wir sinnvollerweise unseren Projektstrukturplan strukturieren wollen. Ja, das heißt, nicht bei jedem neuen Projekt neu anfangen, überlegen, mache ich das jetzt phasenorientiert, mache ich das baugruppenorientiert, wie mache ich das überhaupt? Die Lösung oder der Ansatz ist, wir verwenden Projektvorlagen. Wenn ich jetzt mal ganz viele Projekte dann hier im System habe, will ich vielleicht auch mir einfach mal nur die Projektvorlagen anschauen. Da kann ich mir Sichten definieren, ja, um einfach mal schnell zu sehen, welche Projektvorlagen habe ich denn eigentlich. Und da sieht man, wir haben hier ein paar Vorlagen, da können wir mal reinschauen für Sondermaschinenbau bzw. Anlagenbau. Hier mal eine Vorlage. Da schauen wir einfach mal in den Projektstrukturplan, wie der aufgebaut ist. Letzten Endes haben wir verschiedene Hierarchieebenen. Ja, es kann einen Meilensteinblock geben. Klar, lässt sich diskutieren, ist das sinnvoll oder nicht, ja, alle Meilensteine in einem Block zu haben oder besser nicht irgendwo anders mit in die andere Struktur mit aufzunehmen. Das ist mit Sicherheit auch ein bisschen persönliche Ansichtssache. Dann haben wir das Ganze hier ein Stück weit phasenorientiert. Ne, da gibt es eine Grobdesignphase, gibt es vielleicht eine detaillierte oder eine Feindesignphase. Und dann kommen wir aber auch in den Bereich der eigentlichen Anlage der Maschine, in der wir dann eher baugruppenorientiert arbeiten. Ja, da gibt es eine Baugruppe 1 für die mechanisches Bauteil, eine Baugruppe 2, wiederum ein anderes mechanisches Bauteil, einen Schaltschrank als Beispiel. Ja, und so setzt sich das dann letzten Endes aus Phasen und Baugruppen zusammen in Kombination mit Meilensteinen, die wir jetzt entweder wie hier in einem Block haben. Oder wenn ich nochmal in einen anderen Projektstrukturplan schaue, den ich hier mal aufgebaut habe, beispielhaft, wie das Ganze auch aussehen kann. Das ist jetzt ein phasenorientierter Projektstrukturplan, in dem ich die Meilensteine hier in die einzelnen Phasen direkt mit aufgenommen habe, um eben ja direkt den Bezug auch dieser Meilensteine zu den Phasen auch ein Stück weit im Projektstrukturplan abzubilden. Und letzten Endes ja, können dann hier in den einzelnen Phasen natürlich auch dann die Baugruppen auftauchen, ja, oder die Projektstücklisten. Wobei man jetzt sagen muss, Projektstücklisten, tendenziell gehen wir jetzt dazu über, Projektstücklisten gar nicht wirklich in den Projektstrukturplan einzubauen, sondern eher auszulagern, um diesen Projektstrukturplan nicht unnötig aufzublähen. Ja, also bestehen beide Möglichkeiten. Die Tendenz geht aber eher dahin, dass man die Projektstücklisten eine Ebene dahinter letzten Endes aufbaut, trotzdem natürlich darauf auch zugreifen kann und entsprechend planen kann. Genau, vielleicht noch ein anderes Beispiel, das wir uns mal anschauen können. Wenn wir unser altbekanntes Projekt nehmen, die Vakuumkammer, sieht im Grunde genommen ja so aus wie die Vorlage selber, die wir uns gerade schon angeschaut haben, hier jedoch schon in einer ausgeprägteren Form. Ja, da gibt es letzten Endes mehrere Baugruppen, die vielleicht schon genauer spezifiziert sind. Und
diese Struktur sollte natürlich dann in jedem Projekt ähnlich sein. Natürlich individuell auf diese Maschine oder auf diese Anlage dann ausgerichtet, aber die Struktur letzten Endes bleibt immer die gleiche, einfach aus dem Grund, um zum einen dem Controlling eine bessere Möglichkeit zu geben, die Projekte auszuwerten, zu analysieren. Genauso aber auch, um nicht sich in unterschiedlichen Projekten immer wieder neu zurechtfinden zu müssen. Jetzt wird es interessanter, wenn wir uns mal anschauen oder überlegen, welche verschiedenen Möglichkeiten wir denn eigentlich haben, um jetzt die Planung konkret vorzunehmen. Zum einen steht im Fokus die kaufmännische Kalkulation. Wir wollen ja irgendwo ein Angebot kalkulieren und gegenüber dem Interessenten oder dem Kunden auch anbieten, ja, die Projektkalkulation. Nachdem wir im ERP-System unterwegs sind, ist das natürlich auch ein starker Fokus, den wir natürlich mit in der Lösung haben. Und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich kann eine ganz einfache Zuschlagskalkulation zeilenbasiert machen, um entsprechend meine Preise berechnen zu lassen, den Gesamtprojektpreis oder eben auch Einzelbaugruppenpreise. Aber ich kann genauso gut eine Herstellkostenkalkulation machen, ganz klassisch. Herstellkosten mit Material und anderen Gemeinkosten. Oder ich mache eine Angebotspreiskalkulation, geht noch eine Stufe weiter, um eben mit Verwaltungsvertriebsgemeinkosten noch Aufschläge auf die Herstellkosten zu setzen und entsprechend dann den Gesamtpreis eines Projekts, einer Anlage zu kalkulieren und anbieten zu können oder eben auch wiederum auf Baugruppenebene oder auf Projektphasenebene. Ja, also da sind wir sehr flexibel. Wichtig bei der Sache ist im Grunde genommen auch immer, man muss sich einmal nur überlegen, wie man grundsätzlich kalkulieren möchte, kann in dem Sinn seinen Kalkulationsstandard festlegen und im entsprechenden System einrichten und hat dann immer wieder die gleiche Art der Kalkulation, muss sich keine großen Gedanken drüber machen, sodass man da auch entsprechend Zeit spart und sich einem sogenannten Kalkulationsschema zunutze macht. Und ganz wichtig ist auch, häufig haben wir den Fall, dass wir auch ja, Stücklisten konfigurieren wollen. Vielleicht erstmal eine reine Vertriebsstückliste, ja, die man sich zusammenklickt aufgrund von Häkchen, die ich setze oder Eingaben über die Leistung eines Motors zum Beispiel und dann ganz einfach im Hintergrund eine Stückliste rauspurzelt, die ich dann auch für die Kalkulation nehmen kann. Neben dem Projektstrukturplan an sich, wie der strukturiert ist, ja, geht es natürlich auch darum, Termine und Ressourcen zu planen. Und hier ist es wichtig, dass man eigentlich sich auch überlegt, ja, wie detailliert will ich dann überhaupt planen oder wie detailliert muss ich überhaupt planen? Lieber planen wir grob, richtig, als zu fein und mit veralteten Planungsständen, weil je feiner wir planen, je mehr muss ich natürlich auch die Planung verwalten. Deswegen nach dem Motto, so grob wie möglich, so fein wie nötig, nur das planen in der Granularität, mit der wir arbeiten können, aber natürlich vollständig. Das ist ganz wichtig, vollständig planen, aber eher grob als zu fein. Dabei die Nutzung machen von Abhängigkeiten, das heißt zwischen den einzelnen Vorgängen Abhängigkeiten setzen, auch wirklich Meilensteine nutzen und die einzelnen Vorgänge mit Meilensteine verknüpfen und sich auch überlegen, ja, was muss ich denn frühestmöglich planen, was kann ich vielleicht auch spätestmöglich planen. Ja, Materialbeschaffung vielleicht spätestmöglich unter Berücksichtigung der Lieferzeiten. Andere Vorgänge vielleicht eher frühestmöglich. Wichtig ist bei der Terminplanung bzw. der Ressourcenplanung, wir wollen ja im Projekt erstmal die Projektvorgänge planen und gar nicht so detailliert in die Aufgabenplanung. Ja, wenn ich einen Konstruktionsvorgang plane, möchte ich nicht die einzelnen Aufgaben für die Konstruktion planen im Projekt. Das ist Aufgabenmanagement.
Wir wollen eher auf der Ebene bleiben, Projektvorgang. Ja, es muss konstruiert werden, ganz klar, aber welche einzelnen Teilschritte, ob jetzt 2 Stunden an dem Tag und 1 Stunde an dem, irgendwelche Aufgaben erledigt werden, ist für das Projekt an sich, für die Projektplanung erstmal nicht relevant. Klar, für den einzelnen Mitarbeiter, der macht sich seine Aufgabenplanung. Und hier vielleicht noch ein Tipp: Für jeden Vorgang, für jeden Projektvorgang, den wir planen, sollten wir immer genau eine Ressource einplanen und nicht 2 Ressourcen zu einem Vorgang. Einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt beispielsweise einen Vorgang hätte, Konstruktion, und ich habe 2 Konstrukteure, die das, die ich einplanen möchte, ja, dann sollten wir auch 2 Konstruktionsvorgänge in der Terminplanung letzten Endes anlegen, um einfach die beiden Ressourcen auch getrennt einplanen zu können und auf entsprechende Status bzw. Änderung auch eingehen zu können und auch ja im Blick zu behalten, wie weit denn jeder der einzelnen Ressourcen vorangeschritten ist. Dann ist natürlich interessant, was machen wir mit Material und Fremdleistungen? Auch hier ist ja wichtig für die Planung, dass wir auch Material planen. Die Überlegung ist natürlich, ja, wie kann ich Material am besten planen hinsichtlich der Verfügbarkeit des Materials, sodass ich auch liefergerecht oder termingerecht, so heißt es, termingerecht die Anlage an den Kunden ausliefern kann, beziehungsweise termingerecht die Montage vor Ort durchführen kann. Da spielen natürlich die Stammdaten auch eine große Rolle. Ja, zum einen, welche Artikel, welches Material habe ich denn auf Lager? Was habe ich nicht auf Lager? Tendenziell eher weniger auf Lager. Deswegen beschaffen wir direkt bei den Lieferanten. Und da ist natürlich wichtig, dass wir die Daten sauber im System haben, bezogen auf Lieferzeiten beispielsweise. Ja, dann kann ich die nämlich auch im Projekt mit einplanen und habe so schon direkt einen gewissen Vorlauf oder ja, eine Zeitperiode, die ich automatisiert in die Projektplanung mit reinbekomme, die Beschaffungszeit. Genauso ist natürlich Lagermaterial, muss ich irgendwo planen, damit ich sie zum richtigen Zeitpunkt fürs Projekt verfügbar habe. Und da ist natürlich auch wieder wichtig, dass die Lagermaterialien auch auf Lager liegen und auch frühzeitig hier wiederum erkannt wird, dass irgendwann eine Unterdeckung stattfindet. Genauso wichtig sind Aufträge in Richtung Produktionsabteilung. Ja, damit wir diese entsprechend in der Produktion eintakten können, müssen wir aus dem Projekt heraus auch diese Vorgänge zeitnah einplanen, beziehungsweise so einplanen, dass die Produktionsabteilung entsprechend wiederum die Produktionsplanung auch machen kann. Und genauso ist es natürlich mit Montagevorgängen, wenn wir spezielle Montagebaugruppen haben in einer Montageabteilung. Auch da können wir das direkt aus dem Projekt heraus planen und anstoßen. Interessant oder wichtig ist auch immer die Überlegung, ja, was kaufen wir tatsächlich projektbezogen, was lagerbezogen? Klar, in der Regel versucht man eher projektbezogen alles einzukaufen, um nicht unnötigen Lagerbestand aufzubauen. Jedoch kann es auch Sinn machen, teilweise lagerbezogen Material zu beschaffen, um eben auch ja projektübergreifend Lagerbedarfe zusammenzufassen und eine Sammelbestellung beispielsweise auszulösen. Hier noch ein Tipp bezogen auf die Planung und die Liefertreue, die wir erreichen wollen. Es ist natürlich ungünstig, wenn wir mit Dummy-Artikeln arbeiten, weil wir dann keine wirklichen Stammdaten haben und wir nicht wissen, bei welchem Lieferanten haben wir welche Lieferzeit für diese Art von Dummy-Artikel, weil der Dummy-Artikel an sich ja rein eine textuelle Beschreibung ist. Deswegen sollten wir, wenn möglich, keine Dummy-Artikel nutzen im Projekt, in der Projektplanung, beziehungsweise spätestens, wenn es dann in die Beschaffungsplanung geht. Ja, Alex, da kommt auch gerade die erste Frage rein. Also werden Bedarfe aus den Projektplanzeilen
mit im Bestell- bzw. Planungsvorschlag berücksichtigt? Genau, also im Endeffekt, wenn wir aus dem Projekt Lagerbedarfe melden, werden die entsprechend im Planungslauf mit berücksichtigt. Also ja, okay, danke. Genau. Gut, und damit möchte ich auch nochmal ins System springen und hier mal im System zeigen, wie wir diese einzelnen Planungsschritte machen können. Einmal die kaufmännische Kalkulation, dann Termin und Ressourcen bzw. Material und Fremdleistung. Interessant ist vor allem natürlich die Kalkulation auf die unterschiedliche Art und Weise. Ich habe jetzt hier schon mal ein Kalkulationsschema geöffnet, das ich an eine Projektstrukturplanzeile hängen kann, über das ich sehr schön entweder eine Herstellkostenkalkulation oder eine Angebotspreiskalkulation vornehmen kann. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Gruppierungen, die ich vornehme für Material, für Dienstleistungen, um hier einfach die Herstellkosten zu ermitteln, entsprechend mit Zuschlägen zu arbeiten, um meine Herstellkosten gesamt zu ermitteln. Das könnte jetzt hier schon enden. Dann hätte ich die Herstellkostenkalkulation, die ich dann wiederum mit einem Aufschlag beispielsweise auch im Projektstrukturplan beaufschlagen könnte. Aber es kann auch weitergehen. Wir können hier diese Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten, irgendwelche Wagnisse, Risiken, Gewinn mit dazu rechnen, um eben zu einem Verkaufspreis zu kommen. Den wollen wir vielleicht noch runden und dann entsprechend diesen gerundeten Angebotspreis entsprechend zu übertragen in die Projektposition. Und wo kommen wir hierher? Letzten Endes aus dem Projektstrukturplan zum Projekt der Vakuumkammer. Und hier ist es genau der Fall, dass wir eben über das gesamte Projekt dieses Kalkulationsschema legen und kaufmännisch das Projekt berechnen, entsprechend den Angebotspreis berechnen über 752.300. Das heißt, alles, was wir hier irgendwo im Projekt stehen haben und budgetiert haben, ja, 80 Stunden Konstruktion elektrisch oder 160 Stunden Konstruktion mechanisch, beziehungsweise auch die Vakuumkammer selber, die wir konfiguriert haben, die letzten Endes wiederum mit einem Wert, mit Kosten in Höhe von 161.000 hier in den Gesamtpreis einfließen. Vor allem das ist interessant, die konfigurierte Vakuumkammer letzten Endes, wo befinden sich denn da eigentlich die Basisdaten? Letzten Endes ist es die Belegstückliste. Das heißt, die Stückliste für diese Vakuumkammer, die wir durch Konfiguration erzeugt haben, wurde ausgelagert aus dem Projektstrukturplan, sodass wir hier eine eigene Belegstückliste haben, die wiederum aber Basis für die Kalkulation darstellt. Ansonsten habe ich natürlich auch die Möglichkeit, einfach zeilenbezogen über einen Aufschlagssatz entsprechend VK-Preise zu berechnen, diese dann entweder einzeln zu bepreisen und anzubieten oder eben aber auch immer in einen Gesamtpreis einfließen zu lassen oder auf einer mittleren Ebene beispielsweise eine einzelne Baugruppe könnte ich anbieten. Also hier sind wir sehr, sehr flexibel, was die kaufmännische Kalkulation eines Projekts betrifft. Wichtig ist natürlich immer, wir arbeiten hier mit einem Projektstrukturplan über den gesamten Projektlebenszyklus. Das heißt, alles, was wir hier kaufmännisch entsprechend aufbereiten, bildet auch immer die Basis für weitere Planungsschritte. Ja, so wenn wir dann in die nächste Phase kommen, nach dem Auftragseingang und wir entsprechend Termine und Ressourcen planen, ist es natürlich so, dass wir schon auf diesen Projektstrukturplan zurückgreifen und eigentlich eine standardisierte Ableitung der ganzen Vorgänge für die Planung der Termine und Ressourcenplanung erzeugen. Dazu haben wir die Prozessplanung. Das heißt, sämtliche Vorgänge, die ich hier habe, wie jetzt die Konstruktion beispielsweise der Baugruppe 2 und 3, 120 Stunden landen entsprechend erstmal als Vorschlag in dem Projektstrukturplan für die Termin- und Ressourcenplanung. Und hier habe ich die Möglichkeit, das Ganze aber auch noch zu verfeinern. Das heißt, ich muss jetzt nicht schon auf erster Ebene für die Kalkulation beispielsweise auch diese Trennung vornehmen zwischen den zwei Ressourcen, die ich irgendwo auf einen Konstruktionsvorgang planen wollen würde,
und deswegen zwei Projektstrukturplanzeilen anlegen. Nein, das kann ich hier machen, indem ich einen Vorgang rein für die Prozessplanung letzten Endes aufsplitte. Ja, und genauso ist es hier in der Prozessplanung, in der ich dann Vorgänger, Nachfolger definiere. Ich plane Puffer ein, entsprechend zwischen zwei Vorgängen, beispielsweise um Lieferverzögerungen mit einzuplanen. Genauso wichtig wie natürlich sämtliche Arbeitsvorgänge sind beispielsweise Materialvorgänge. Ich mache das mal hier ein bisschen breiter. Wir haben zum Beispiel hier für die Vakuumkammer bestimmte Materialteile, die wir einfach in der Montage benötigen. Das heißt, die werden nicht verbaut innerhalb der Vakuumkammer selber, sondern sind Montage-Einkaufsteile. Und auch die ist natürlich wichtig, entsprechend zu planen. Und genau da haben wir die Lieferzeiten, die wir entsprechend bei den verschiedenen Lieferanten in unseren Stammdaten hinterlegt haben. Ja, wie jetzt in dem Beispiel für diese beiden Artikel, haben wir eine Woche Lieferzeit hinterlegt und deswegen berechnen sich dann automatisch die Anfangstermine, zu denen ich dann spätestens dieses Material auch bestellen müsste, um eben im Terminplan zu bleiben. Auf der Basis entsprechend planen wir dann die Ressourcen ein. Auch hier oder gerade hier ist es vielleicht dann auch interessant, das Ganze einmal grafisch auch darzustellen, sich anzuschauen und entsprechend die Ressourcen über die grafische Planung anzuzeigen, sodass ich hier entsprechend meine Vorgänge habe, die zu planen sind, wie jetzt beispielsweise eine Vorabmontage, die hier in einem bestimmten Zeitraum geplant ist. Wenn wir hier mal auf Monatsebene umschalten, habe ich hier die Vorabmontage in-house, die ist noch nicht geplant, die könnte ich jetzt einem Monteur hier aus meiner Liste zuordnen, ja, zum Beispiel dem Sepp Müller, wenn ich sehe, der hat in dem Zeitraum noch Kapazitäten frei. Das Gute bei dieser Plantafel ist ja, dass es im Endeffekt ja eher eine grafische Ergänzung ist. Es ist keine Plantafel, wo ich etwas rausgebe aus dem System, wieder reinnehme, sondern es ist direkt im System drin. Genau so ist es. Letzten Endes eine Visualisierung der Daten, die wir alle hier auch stehen haben. Mhm. Und analog ist natürlich auch die Fremdleistung so zu planen, entsprechend mit einem Vorgang. Wir haben die Verknüpfung zu einem Subunternehmer oder einem Kreditoren letzten Endes, an dem wir später ja auch die Bestellung auslösen wollen. Und auch die planen wir hier entsprechend über den Projektstrukturplan beziehungsweise die Prozessplanung entsprechend mit ein, terminieren das, sodass die ganz normal wie ein eigener Vorgang im Endeffekt auch mitgeplant werden können. Wenn ich jetzt einen komplexen Plan erstellt habe und mein nächstes Projekt ist ähnlich geartet, dann kann ich das da quasi als Template nehmen und dann muss ich nur noch den einen bisschen feintunen, oder? Wie sieht das da aus? Genau, also wenn wir ähnliche Projekte schon mal in der Vergangenheit hatten, können wir auch immer auf Basis dieses alten Projekts ein neues Projekt erstellen. Ja, das heißt, es muss nicht nur eine Projektvorlage sein, die man heranzieht, sondern es kann auch ein Projekt aus der Vergangenheit sein, das ich als Basis nehme. Ja, das geht eigentlich sehr schön, gibt unterschiedliche Wege. Wir hatten einmal die Möglichkeit mit dem Wizard, beziehungsweise können wir auch jederzeit ein Projekt kopieren als gesamtes Projekt, ja, um dann entsprechend mit allem, was zu diesem Projekt dazugehört, inklusive der Terminplanung, entsprechend in ein neues Projekt zu überführen. Ja, ich kann hier den Schalter umwählen, umstellen, was ich alles kopieren möchte, ob ich eben alles mitnehmen möchte, inklusive der Kalkulationsansätze, dem Kalkulationsschema und auch den Planungszeilen, den Prozessplanungszeilen und eben auch konfigurierte Artikel. Ja, all das kann ich ganz einfach letzten Endes mitnehmen in beispielsweise ein neues Testprojekt. So habe ich es mal angelegt. Ja, das kann ich dann hier gleich öffnen und habe dann genauso in meinem Projektstrukturplan alles drin, was ich vorher auch drin hatte und kann auf der Basis dann das Ganze verfeinern.
Da kommt noch eine Frage rein, die kann ich aber, glaube ich, sogar beantworten. Ich lese sie trotzdem auch vor. Kann eine Planung durch die Plantafel automatisiert durchgeführt werden? Ja, erstmal muss man sagen, es ist ja in dem Sinne keine Plantafel, weil ich ja nicht Daten irgendwo rausnehme, die dann bearbeite und wieder zurück ins System spiele, sondern es ist eher eine grafische Darstellung der Systeme. Das hat der Alex auch gerade schon gesagt. Dementsprechend dürfte das automatisiert nicht durchgeführt werden können, sondern wir wollen ja explizit, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, die Sachen an die richtige Stelle zu ziehen, oder? Siehst du das? Genau, also das ist der Mensch, der letzten Endes die Sachen an die richtige Stelle zieht. Also wir können in dieser Visualisierung schon auch ein Stück weit natürlich planen, ne? Also Vorgänge zu verschieben auf einen späteren Zeitpunkt oder eben Ressourcenplanung, einen Vorgang von einer Ressource auf eine andere ziehen. Aber es hat natürlich auch immer sein Regelwerk, gerade wenn ich Vorgänge verschieben möchte. Gibt es bestimmte Prüfungen im Hintergrund, die auch prüfen, ob ich das überhaupt so verschieben kann oder ob vielleicht die Ressourcenkapazität dann da nicht ausreicht, wenn ich die Ressource schon eingeplant habe? Plausibilitätsprüfungen, die dann durchlaufen. Geht gar nicht, Genau. Maschine ist belegt, Mitarbeiter im Urlaub. Ja. Ja, dann nutze ich die Gelegenheit, nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Was kommt denn noch? Genau, zukunftsfähige ERP-Systeme hatten wir schon. Heute sind wir, muss man einmal klicken, bei der genau, komplexen Anforderung in der Planung. Und beim nächsten Mal geht es darum, Kostentransparenz, rechtzeitiges Gegensteuern in der Projektfertigung, abteilungsübergreifende Kalkulation, sogenannte Mitkalkulation, also mitlaufende Kalkulation über die verschiedenen Bereiche mal darzustellen und wie das integriert aussehen kann. Da geht es beim nächsten Mal drum. Alles klar, dann bedanken wir uns recht herzlich, dass Sie dabei waren und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.